Hallo und willkommen zur heutigen gemütlichen Runde Kaku Ancient Seal mit mir, dem Reeves. Wir sind immer noch in der Wüste der Drachenknochen und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur nächsten Quest. Der Begräbnisplatz. Wo sind denn alle? Ist es noch mehr Ungeziefer? Her damit! Okay, das ist jetzt ziemlich unfair. Komm schon. Ziemlich gemein, die Kleinen. Ja, noch mehr. Kleine Giftschleudern hier. Hat er mich wieder getroffen? Wackelt. Warum sind alle weggelaufen? Die Frucht des Sternengeistesbaumes. Sie scheinen sich vor ihr zu fürchten. Ich sollte welche mitnehmen. Ja, dann machen wir das doch. Die gibt es hier oben. Insgesamt brauchen wir 4 Stück. 2 haben wir schon. Fisch geglitscht. 3. Und da vorne sehe ich noch einen. Okay. So wie es ausschaut, lauert er da unten auf uns. Und wir dürfen somit nur über die Felsen. Ansonsten erwischt er uns. Oh, wir müssen ganz dahinter. Aber das schaffen wir. Nur wenn wir die Ausdauer im Blick halten. Geh zur Zwillingsoase, um dich mit Gillette zu treffen. Unterwegs nehmen wir hier den Kristallturm noch mit. Nee, so rum geht's glaub nicht. Perfekt. Die Zwillingsoasen. Leider ein unechter Teil. Was haben wir hier? Jede Menge Holz. Ein bisschen die Vorräte wieder auffüllen. Einmal die... dieses Totem hier aktivieren, dass wir einen Respawn-Punkt haben. Ja, Kilinfeuer können wir auch mal wieder mitnehmen. Ah, ihr Klein. Ein Pomponlager mit Ruhe.
schön Kristallloot. Hey, Gillette ist nicht bei der Versammlung. Wo ist er denn? Da drüben. Was macht er da? Sehen wir mal nach. Ich würde gern noch dieses Teil der verlorenen Stele da drüben holen. Schon. Feind oder Freund? Freund. Gillette, da bist du ja. Was machst du denn da? Ach nichts, du bist jetzt schon zurück. Ich prüfe nur das Wasser. Ich wollte dich gerade fragen. Der Wüstenfang spuckt in der Begräbnisstätte herum. Habe ich recht? Psst. Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Was geht denn jetzt ab? Die Ungezieferversammlung. Super. Sie sind da. Komm, setzen wir uns nun zusammen. Aber ich muss mich verkleiden. Gillette, was hast du gefunden? Als ich bei den Zwillingsoasen ankam, sprang der Wüstenfang wie aus dem Nichts aus den Dünen. Aber ich bin nicht in Panik geraten und habe stattdessen gekämpft. Und was? Wieso lügt er denn? Komm zur Sache. Es schlug mich mit seinem Schwanz zu Boden und ich zündete schnell ein Feuerwerk. Das hat es abgeschreckt und ich bin in den Steinwald geflohen. Ich habe gar keine Spuren gesehen. Deine Augen sind so alt wie du selbst. Vielleicht waren die Spuren mit Sand bedeckt. Ulf, ich brauche einen Bericht über die Verletzten und bereite die Teams vor. Wir gehen später in den Steinwald. Ja, Boss. Hey, wach auf. Was ist denn da los? Keine Sorge, sie sind ohnmächtig geworden. Hehe, der Spion im Team wird bald enttarnt. Jetzt wird's interessant. Silk, du bist der Hauptmann des Serviceteams. Was ist denn hier los? Sie haben alle das Wasser getrunken. Das Wasser in der Oase ist verdorben. Jemand muss es vergiftet haben. Priester, tu nicht so, als ob du unschuldig wärst. Du bist es, Gillette. Ich weiß, dass du es bist. Ich habe diese Flasche am See gefunden. Dort ist Schlaffruchtsaft drin. Zweifellos gehört sie Priester Silk. Was hast du noch zu sagen? Oh, jetzt verstehe ich. Du bist es, Kaku. Du hast Gillettes Befehl befolgt und den Schlaftrunk aus meinem Zelt gestohlen. Ich? Gib es zu und sag uns, was du wirklich vorhast. Dann zeige ich vielleicht etwas Gnade. Kichert, interessant. Gillette, du wirst ihn nicht verteidigen. Ich habe noch nie von einem Schlaftrunksaft gehört. Wahrscheinlich hat Silk das alles geplant und will meinen Mann reinlegen. Ihr zwei steckt doch unter einer Decke. Schnappt sie euch. Beruhigen wir uns erstmal. So wie ich das sehe, ist das alles ein großes Missverständnis. Versuchen wir herauszufinden, was passiert ist. Oha, ein Sandsturm, ich glaube, wir rennen.
schnell Richtung Questmarker. Ein Portal. Kommen in einen neuen Levelabschnitt. Gillette ist auch schon hier. Lasst uns die Gegend hier mal ein kleines bisschen erkunden. Auf jeden Fall ein sehr weitläufiges Gebiet hier. Jetzt haben wir hier hinten dann noch alles, ein Kristallturm. So, wir aktivieren erstmal den Kristallturm. Mir sind die Züge ausgegangen. Interessant. Nee, das reicht nicht. Genau der gleiche Move wie eben. Wenn ich jetzt hergehe. Ha. Ich bin verwirrt. Wir drehen es im Kreis. Dann reicht's. Tal der Verzweiflung. Auch ein unechter Teil. Gut, wir sprechen mal mit Gillette. Wer ist da? Zeig dich. Ich bin's. Ich habe ein paar Fragen. Ich wusste, dass ich dich wiedersehen würde. Ja, ich war's. Ich habe das alles getan. Ich habe den Auslöser für die Falle zerbrochen, das Zelt des Priesters mit Tyrannenharz beschmiert und den Schwarm anzulocken und den Schlaftrunk in die Oase gebracht. Ich war es, der dich immer wieder in Gefahr gebracht hat und nichts unternommen hat, als der Priester dich angegriffen hat. Und jetzt, wo ich keiner mehr von ihnen bin, willst sogar du mich aufhalten. Kannst du mir sagen, was das alles soll? Du wirst es nicht verstehen. Ich lasse nicht zu, dass sich jemand meinem Ziel in den Weg stellt. Nur zu. Okay, jetzt müssen wir... Wow. Warum greift er uns jetzt an? Finde ich jetzt schon ein bisschen unfair. Lass mich mal raus hier. Noch eine Gift hinterher. Merkwürdig. Warum greift er uns an? Können wir das in Ruhe besprechen? Wie du weißt, war ich früher Schmied. Damit hat alles angefangen. Mein Vater war ein tapferer Krieger und der beste Schmied auf dem ganzen Handwerkerkontinent. Jeden Tag war unsere Schmiede voll mit Kunden. Ich verbrachte meine Kindheit inmitten des Klangs von klirrendem Eisen. Das war die schönste Zeit meines Lebens. Ich liebte die Hitze des Ofens, das Klirren des Eisens und den Dampf beim Abschrecken. Später wurde mein Vater zu alt, um noch den Hammer schwingen zu können. Statt seiner übernahm ich von da an die Arbeit. Aber er hatte immer einen Traum. Er wollte die schärfste Waffe der Welt schmieden. Mit ihr, so dachte er, könnte ein tapferer Krieger jeden besiegen, der sich ihm in den Weg stellt. Gibt es etwas Besseres, als wie ein Krieger zu kämpfen? Das Essen ist ziemlich gut. Ich wusste, du würdest es nicht verstehen. Bitte, erzähl weiter. Ich werde mich bemühen. Am Ende hat sich der Wunsch meines Vaters nicht erfüllt. Entmutigt kam ich hierher und begann als Wachtmeister zu arbeiten. Später wurde ich Hauptmann des Vorauskommandos und dann begann sie mit dem Jagdplan. Was weißt du über den Wüstenfangkönig?
Die Legende besagt, dass es sich immer in der Nähe des seltensten und härtesten Metallerz einnistet. Es benutzt es, um seine Reißzähne zu schärfen. Dieses Erz zu finden, ist der erste Schritt zur Verwirklichung des Traumes meines Vaters. Verstehst du jetzt, warum ich die Jagd sabotiert habe? Wenn sie es getötet hätten, hätte ich weder sein Nest noch das Erz gefunden. Hast du herausgefunden, wo es ist? Ich weiß nur, dass ich immer näher komme. Der Wüstenfang wurde beim Kampf im Lager verletzt. Er wird sich in sein Nest zurückgezogen haben, um sich zu erholen. Jetzt, wo du sagst, kommt mir eine Idee. Ich suche ja nach dem Tempel. Glaubst du, es könnte dort sein? Wenn nicht, dann bestimmt in der Nähe. Der Tempel ist voller elementarer Kraft, die außergewöhnliche Veränderungen in der Umgebung bewirken kann. Nicht nur das, alles, was wir erlebt haben, scheint mit der Ballade übereinzustimmen. Wenn ein Fußtritt Schlangen und Wanzen erschüttert, wenn der gelbe Sand das Land und den Himmel verschluckt, es geht um den Sandsturm. Wir sind also beide auf der gleichen Seite. Da du nicht mehr zu ihnen gehörst, was tust du dich nicht mit mir zusammen? Ja, gute Idee, lass uns neu anfangen. Warte mal, ich habe das Monster angelockt, bin auf dem Friedhof fast umgekommen und wurde dann von Ponpons gejagt und du sagst einfach, lass uns neu anfangen? Aber ja, lass uns das alles vergessen, wir sind bestimmt ein tolles Team. Ja, bestimmt sind wir ein tolles Team. Lieber Gillette. So, wir fangen hier hinten mal an zu erkunden. Ja, Peachy, sorry. Du warst im Weg. Ich wollte dich nicht abschießen. Ah, so viel Ungeziefer. Ein weiterer Teil der verlorenen Stele. Leeren Stele, Entschuldigung. Was haben wir hier noch? Nix. Aber hier vorne haben wir eine Ruine. Gehen wir direkt mal rein. Verlockendes Schicksal. Ich frage mich rechts rum oder links rum. Erstmal Peachys Flammenstoß. Das war schon mal nix. Nächster Versuch. Und da wären wir durch. Die Nebentruhe. Bisschen Essenz. Auch nicht schlecht. Schnell drüber. Wow, gerade rechtzeitig. Ein Checkpoint. Auch immer gut. Ja, eigentlich wollte ich springen.
Der nächste Abschnitt. Oh, ist auch sehr interessant. So, jetzt müssen wir hier kurz warten. Nein. Wow. Kurz heilen. Oh. Der Sprung war schlecht. Schnell weiter. Ich bin noch nicht warm mit dem Abschnitt. So, wir gehen mal in die Mitte. Da kommt so ein Ding. Schnell. Und wir haben es geschafft. Steinbrecherschleuder. Der starke Rahmen ermöglicht es, Felsen mit einem Schlag zu zerschlagen. Verstärkung Feuer erhöht den Brandschaden von Feuerkugeln um 20%. Klingt sehr interessant. Den nehmen wir mit rein. Die Frisur nochmal auswählen. So, jetzt können wir raus. Dieses Ungeziefer, das trifft man fast nicht im Nahkampf. Das ist echt ein bisschen... Und es hält echt viel aus mittlerweile. Was haben wir hier hinten? Hier könnte doch irgendwo sich eine Truhe verstecken. Ja, da haben wir sie auch schon. Da vorne haben wir noch einen Teil der verlorenen Stele. Wieder jede Menge Ungeziefer. Wir räumen noch das Ponponlager da oben. Wenn ich den Weg finde. Ich denke, hier entlang könnte funktionieren. Komm jetzt bitte. So. Einmal Ultima. Wow. Sehr nice. Noch eine Wirbelattacke hinterher. Wo haben wir die Truhe? Hier. Totem aufgeweckt. Und dann holen wir uns noch da vorne die verlorene Stele. Leere Stele.
Wirbelattacke. Und eingesammelt. Hier ist nochmal einer. Weg mit euch. Was haben wir denn hier? Benötigt den Schlüssel des Erdelementars zu öffnen. Da kommen wir noch nicht weiter. Wir schauen mal kurz in die Karte. Wir können hier den Bereich hier hinten noch komplett anschauen. Hier haben wir eine Sidequest. Okay, ihr Lieben. Wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.